Ich fahre zuerst! Ich fahre als Zweiter! Beruhige dich, Toby. Was rast du denn so? Na los, Toby! Wir können hier nicht ewig warten. Jetzt höre ich gar nichts. Womöglich ist der Troll ja inzwischen weg. Oh! Wahrscheinlich gibt es keinen Grund zur Sorge. Ich meine, was es auch war, es ist vermutlich... Oh! Friss mich nicht! Friss mich nicht! Friss mich nicht! Er ist noch da! Friss mich nicht! Friss mich nicht! Friss mich nicht! Friss mich nicht! Der Dritte muss wirklich tapfer sein, Thomas. Der Dritte muss den Troll vertreiben. Wovon redest du da, Percy? In der Geschichte ist es doch so, dass der Dritte den Troll vertreiben muss. Und du bist der Dritte. Oh, Thomas! Jetzt ist er sehr hungrig. Weißt du, Clarabelle, das hört sich nicht wie ein Troll an für mich. Ich glaube, du hast recht, Annie. Es klingt eher nach einer Kuh. Einer Kuh? Einer Kuh? Eine von Bauer McCalls Kühen hatte den Zaun durchbrochen, war runter an den Fluss gelaufen und steckte jetzt im Schlamm fest. Bauer McCall holte Trevor die Zugmaschine zu Hilfe. Trevor zog die gestrandete Kuh mit einer Winde aus dem Schlamm. Und Thomas brachte das arme, verängstigte Tier zum Hof zurück. An diesem Abend im Lokschuppen erzählten Thomas, Percy und Toby den anderen Loks von ihrem großen Abenteuer. Eine Kuh? ihr hattet Angst vor einer Kuh? So witzig ist das nicht. Du hast gut lachen, James. Aber Bauer McCall hat gesagt, er sei froh, dass wir die Kuh gefunden haben. Stellt euch vor, die dachten, die Kuh sei in Wahrheit ein Troll. Das ist nicht witzig. Das war echt unheimlich. Tja, es ist... schon ein bisschen amüsant. Und so verbrachte Hugo die Nacht auf dem Rangierbahnhof. Aber die anderen Loks blieben weiterhin unfreundlich zu ihm. Wieso sind denn alle nur so gemein zu mir? Na, weil du versuchst, uns zu ersetzen. Nein, das will ich nicht. Ich will doch überhaupt niemanden ersetzen. Aber du bist wirklich schnell und modern, Hugo. Steven sagt, du kannst ganz einfach alles. Das stimmt doch genauso wenig. Ich hab nicht mal einen Kupplungshaken, also kann ich weder Waggons noch Reisezugwagen ziehen. Oh, was? Und alle reden immer von meinem gefährlichen Propeller. Obwohl ich wirklich sehr vorsichtig bin, wenn ich in Bahnhöfe einfahre. Thomas? Wir haben Hugos Gefühle verletzt und wir müssen etwas tun, damit er sich besser fühlt. Aber alle haben seine Gefühle verletzt, nicht nur du und ich. Also müssen alle was tun, damit er sich besser fühlt. Ah, guten Morgen, Hugo. Und wie geht's dir heute Morgen? Jetzt, da ich Sie sehe, Sir, besser. Ich habe hier einige wirklich wichtige Fahrgäste, Hugo. Sie würden sich freuen, wenn du mit ihnen einen Ausflug nach Vickerstown und zurück machst. Den ganzen Tag über fuhr Hugo zufriedene Fahrgäste auf der Strecke hin und her. Es ist fast so wie fliegen. Es macht sogar noch mehr Spaß. Aber Hugo war noch immer traurig darüber, wie die anderen Loks ihn behandelt hatten. Als er an diesem Abend wieder nach Knapford kam,
erlebte Hugo eine große Überraschung. Was ist das hier? Sowas wie eine Party? Ja, Sir. Eine Willkommensparty für Hugo. Es tut uns leid, dass wir gemein zu dir waren, Hugo. Und wir hoffen, dass du heute Nacht in unserem Schuppen übernachtest. Drei Pfeifengrüße für Hugo. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Hurra! Hurra! Vielen Dank. Das ist wirklich sehr, sehr freundlich. Wirklich freundlich. Ich bin ganz gerührt. An diesem Abend waren die Loks alle sehr glücklich, dass ihr neuer Freund Hugo den großen Lokschuppen in Tidmouth mit ihnen teilte. Hugo raste zurück über die Insel zu Gordons Berg. Er ließ seinen Propeller so schnell wie möglich drehen, rauschte bis oben hinauf und versuchte dann abzuheben. Aber Hugos Räder wollten die Schienen nicht verlassen. Hugo versuchte es nochmal. Und nochmal. Komm schon, komm schon! Oh. Oh. Seine Räder blieben auf den Schienen. Er gab nicht auf, bis die Sonne begann, langsam unterzugehen. Oh. Oh. Thomas hatte recht gehabt. Er war zu schwer zum Fliegen. Oh, Thomas! Das darf nicht wahr sein! Wieso kann ich nicht fliegen? Hugo! Hugo! Dein Propeller! Entschuldigung, Sir. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nämlich versucht zu fliegen. Hä? Aber es hat einfach nicht funktioniert. Oh. Ui. Ach, Hugo. Wenn dein Konstrukteur gewollt hätte, dass du fliegst, hätte er die Flügel gegeben. Und er hätte dich auch um einiges leichter gemacht. Du, Hugo, bist ein Schienenzeppelin. Und darum bist du etwas ganz Besonderes. Du bist das schnellste Fahrzeug am Boden. Hm? Du musst doch nicht fliegen können. Du musst nur stolz sein auf all das, was du wunderbar kannst. Mit deinem unglaublichen Propeller. Ja, Sir. Womöglich haben Sie da recht. Nochmal, nochmal. Hugo, mach das nochmal. Skiff hier will noch einen von deinen Propeller-Windstößen, Hugo. Oh, okay. Aber dazu sollte ich lieber erst mal aus dem Bahnhof fahren. Daisy, sie ist auf dem Rückweg zum Schuppen entgleist. Aber ich kann den Pannenzug nicht finden. Jetzt muss ich den ganzen Weg zum Rettungszentrum fahren, um Rocky zu holen. Nein, Thomas, nicht. Ich weiß nämlich, wo der Pannenzug ist. Überlass das mir. Aber der Pannenzug war nicht mehr im Hafen. Oh nein, wo sind sie denn hin? Suchst du zufällig Judy und Jerome? Ja, das tue ich. Und ob? Oliver hat sie mitgenommen auf Ducks Nebenstrecke. Die sehen echt komisch. Aber der Pannenzug war auch nicht auf Ducks Nebenstrecke. Oliver? Oh, hallihallo. Wo ist der Pannenzug? Judy und Jerome, weißt du das vielleicht? Hab sie weiter hinten auf einem Abstellgleis gelassen, aber Duck hat sie woanders hingefahren. Wohin? Ich muss sie so schnell wie möglich finden. Es gibt einen Notfall.
Was meinst du, Jerome? Also es ist ja ein wenig staubig, nicht wahr? Ja, und wirklich sehr laut. Was sagst du, Jerome? Ich sagte wirklich laut. Oh, hallo, Ryan. Was? Oh! Es gibt einen Notfall. Es gibt einen Notfall? Tatsächlich? Oh, toll. Oh, wir haben endlich die Chance, das zu tun, was wir am besten können. Oh, Vorsicht, meine Federung. Keine Sorge, Daisy, wir haben dich. Oh. Ganz langsam, Judy. Langsam und stetig. Judy und Jerome waren so glücklich. Endlich hatten sie Gelegenheit, sich wieder wirklich nützlich zu machen. Judy und Jerome, ihr habt heute gute Arbeit geleistet. Aber es ist sehr wichtig, dass wir alle wissen, wo ihr zwei seid. Denn anderenfalls verursacht ihr bei einem Notfall nichts anderes als Chaos und Verspätungen. Tut uns leid, Sir. Wir wollten Ihnen wirklich keinen Ärger machen, aber... Naja, wir sitzen schon sehr lange auf dem Rangierbahnhof fest und... werden offenbar nie mehr zu irgendwelchen Notfällen gerufen. Ja, das kann ich verstehen. Und heute habt ihr mir in Erinnerung gerufen, dass Rocky nicht der einzige Pannenkran auf der Insel ist. Also, ich schlage vor, dass ihr von jetzt an hier im Güterbahnhof von Alsberg bleibt. Dann seid ihr zwei immer einsatzbereit, wenn es einen Notfall auf dieser Seite der Insel gibt. Ja! Vielen Dank, Sir. Judy und Jerome waren sehr glücklich. Und auch mehr als bereit, ihren Freunden zu helfen, wenn sie das nächste Mal gebraucht würden. Oh, 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 oh